Servus und willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play GTA San Andreas mit Marv. Wir sind hier wieder mit OG Locke unterwegs und OG Locke muss jetzt hier erstmal eine Rechnung mit einem alten Knastbruder erledigen. Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey Locke, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfuckers making a run for it. So. Hey, Low, get back here, nigga, you crazy. Hey, yo, back off me, CJ. I gotta protect my rap. Tja, man muss den Rap auf jeden Fall beschützen. Darum geht's jetzt hier. Jag mich. Hasch mich, ich bin der Frühling. Ja, so läuft das hier in GTA San Andreas. Muss ich nur mal aufpassen. In der letzten Folge habe ich die Mission nicht geschafft, weil ich irgendwie beim ersten Mal irgendwie einen Unfall gebaut habe und beim zweiten Mal irgendwie viel zu wenig Lebenspunkten dort angekommen bin. Das war nicht so gut. So. Er kann jetzt die ganze Zeit auf ihn schießen, wie er will. Und wir kommen ihm immer relativ nahe, immer mal wieder. Und der schmeißt auch irgendwelche Leute hier durch die Gegend. Das ist kein Problem für ihn. Und wir müssen einfach dranbleiben. Bis zum gewissen Punkt. Und dann haben wir die Möglichkeit, ihn auf jeden Fall und seine Freunde so ein bisschen über den Haufen zu schießen, mehr oder weniger. Nicht so wie beim letzten Mal. Schauen wir mal, dass wir den jetzt irgendwie... Wäre jetzt gut, wenn ich jetzt in dieser Folge nicht gleich wieder einen Polizisten umfahre. Das ist mir nämlich beim letzten Mal ganz fies passiert. Da habe ich einen Polizisten angefahren, dann waren die auch noch hinter mir her. Als ob das nicht schon schwierig genug ist, sich mit solchen Leuten da auseinanderzuhalten. Wie sagt man, auseinanderzusetzen, sagt man. Catch me if you can. Bin schon dran, ey. Nur nicht zu schnell, weil das ist alles hier doch ein bisschen wackelig auf dem Motorrad mit so einer zweiten Person hinten drauf. Steuert sich nicht ganz so leicht. Nein. Oh, bitte, ey, bleib hier. Blödes Motorrad. Letztes Mal bin ich nämlich an einer ähnlichen Stelle runtergeflogen. Dank den Mods, die ich installiert habe, läuft die ganze Geschichte leider nicht so hundertprozentig rund. Es geht schon, aber... Es ruckelt ein wenig. Und das merkt man natürlich in der Aufnahme besonders, weil die Aufnahme auch noch ein bisschen Kraft kostet, sozusagen, den Computer. So, wir kriegen dich, Mann. Also, da lasse ich mich jetzt nicht nochmal drauf ein, da unten mit dir rumzufahren. Diesen Sprung hat er echt raus. Ganz gemütlich. Nur nicht wieder überall gegenfahren, dann ist die ganze Geschichte auch kein Problem. Nur hinten dranbleiben. Ah, wir haben schon wieder Lebenspunkte verloren, sehe ich gerade. Der blöde Typ nicht. Ja, schieß auf ihn. So ist richtig. Sind die Ballers wenigstens mal zu was gut hier. Wie der alle so aus zur Seite schiebt, das würde ich auch gern können, ey. Aber da muss man wahrscheinlich einen Cheat aktivieren. Das ist einfach, damit der Computer auch eine Chance hat, sozusagen, gegen unglaublich gute Motorradfahrer hier. Komm schon, nicht dagegen fahren. Ganz gemütlich. Wir bleiben schon dran. Oh, wo kam der her? Jetzt aber ganz schnell. Jetzt muss ich nur hoffen, dass kein Zug kommt. Nicht von hinten, nicht von vorne. Jetzt werde ich noch umgefahren. Mach ihn fertig. Alter. Und du hast nichts getan. Don't you say a damn thing, CJ. Was you lonely, low? Hey, I like a nice mustache myself. Keep it real. I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the Grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Klar, Mann, fahren wir hin. Ja, super, sind die Bullen gleich da. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a mission like a super technician, baby. Get on with that shit, man.
Ehrlich wahr. Look at you. All muscly and shit. Man, I got 17s on a hang. Ohne anzuspannen. Because I did it in the joint, it's real now. Yeah, I guess it is. Gangster. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie über den Haufen geschossen werde. Aber die Polizei ist schon ziemlich nah an mir dran. Ich muss jetzt mal irgendwie gucken, dass ich jetzt hier... lass mich einsteigen. Nicht abschießen. Lass mich nicht abschießen. Steig ein, CJ. So, Mann, steig ein. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht. Das könnt ihr nicht tun. Das könnt ihr nicht tun. Meine ganzen Waffen, alles abgezogen. Diese blöde Mission, das ist doch nicht wahr. Ich kann doch jetzt hier nicht zwei Folgen einer ganzen Mission sitzen. Oh. Was mache ich denn jetzt? Tja, also, wir sind gefangen genommen worden. Ich hatte keine Chance. Jetzt habe ich keine Waffen mehr. Ich bin geldlos geworden und muss die ganze Mission von vorne machen. Ohne Waffen, ohne alles. Ich stehe gerade so kurz davor, ins Mikrofon zu beißen, glaube ich. So, also, was mache ich jetzt? Do you wanna work out together sometime? Ja, vielleicht, irgendwann. Ich würde sagen, ich springe einfach mal schnell wieder zur Mission. Dieses Mal habe ich ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl. Schnell den ENB ausmachen. Steig ab, steig ab, steig ab. Klötenschuss. Nein. Warum gleich auf der Straße stehe. Aber jetzt kommen die Polizisten gleich schon wieder. Und wie ihr seht, ich habe mir eine kugelsichere Weste geholt. So sicherheitshalber. So, jetzt habe ich gleich wieder zwei Bullen auf meinem Radar. Don't you say a damn thing, CJ. Was you lonely, low? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real, unlike you fake-ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the Grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Klar, Mann. Dann rollen wir los. So. Hey, take me to the burger shot in Marona Beach. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a... Komm schon. Hey, man, the car is... Okay. Genau, super Technician. Ah! Also diese, das bringt mir alles nichts, wenn die mich jetzt hier noch abschießen. Und immer umfahren. Also das Motorrad, glaube ich, nicht die richtige Wahl, aber ich muss die Mission noch abschließen. Ich kann die jetzt nicht immer wieder von vorne machen. Ich muss ihn dann nur abliefern. Ich muss ihn nur abliefern, geht mir aus dem Weg. Oh, wo fahre ich ihn lang? Oh. Alter, aus dem Weg. Du machst auch nichts mehr. Oh. So wird das doch nichts. Steig halt aus, bitte. Fahr nicht weiter, ich brauche noch einen hier. Muss mein Homie noch mitnehmen. Steig ein, Homie. Los, komm schon. Oh, jetzt habe ich schon drei Bullen. Was ist das denn bitte für eine verfluchte Mission? Steig ein, Mann. Oh, so wird das doch nichts. Okay, anderer Plan. Neuer Plan. Wo bin ich? Ich bin hier. Ich muss unbedingt zu einem... Painten Spray. Da hinten ist einer und da hinten muss ich hin. Dann nehme ich den Highway und fahre dann dort ab. Oh, bitte, ey. Das muss doch klappen. Muss ich jetzt hier schon runter? Ich muss rechts. Boah, jetzt geht die Maus nicht mehr. Was? Warum? Ich kann die Maus nicht mehr bewegen. Nein! Dieser Wahnsinn. Komm schon, fortsetzen. Jetzt. Okay. Ganz cool bleiben. Das ist alles kein Problem. Wir sind Profis und da hätten wir rausgemusst. So viel zum Thema Profi. Dann müssen wir jetzt einfach uns mal die nächste Ausfahrt suchen, glaube ich. Ja, der kommt da auch nicht so einfach rüber. So, drei Sterne. Und wir haben ja immerhin den Red Country Sportwagen. Der sieht zwar schon ein bisschen mitgenommen aus, hat einige Ersatzteile drin mittlerweile, aber das müsste doch eigentlich passen. So, mit kugelsicherer Weste und so sind wir gestartet.
Ich glaube, das ist kein Problem. Oh, die sind überall, die Cops. No. So, warte, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt müssen wir hier da rein. Hallo. So, hier. Komm schon. Was ist das? Ich fahr die Palme um. Da ist er, der Paint and Spray. Meine Rettung. Yeah, baby. Oh. Mm, gut. Verdammt. Also, ich brauche jetzt dringend mal irgendwie neue Kohle. Oh, ich dachte, ich fahre jetzt den Bullen an. Jetzt brauche ich unbedingt neue Kohle, damit ich jetzt irgendwie mir demnächst auch wieder das Paint and Spray leisten kann. Das ist ja nun nicht alles so wahnsinnig schön. Mann, ich habe schon wieder vor mir gesehen, die Mission nochmal von vorne machen zu müssen. Ich habe die letzte Folge schon die ganze Zeit damit verbracht und jetzt die Folge auch schon wieder bis über die Hälfte. Immer das Gleiche, ey. Aber jetzt so ohne ENB-Mod sieht die ganze Geschichte zwar nicht mehr so schön aus, aber läuft auf jeden Fall ein bisschen flüssiger. Immerhin etwas. Aber die Steuerung der Fahrzeuge ist natürlich auch nicht ganz so perfekt. Was, Hygienetechniker hier bei denen? Bei Burger Shot? Junge. Tja, mit einem Burger auf der Pfanne. Ich mache jetzt irgendwie nur Jobs, die Respekt geben. Ich brauche keinen Respekt, ich brauche auf jeden Fall die dicke Kohle. Jetzt muss ich unbedingt irgendwo hin, wo ich speichern kann. So, schauen wir mal schnell auf die Karte. Ich glaube, das ist wirklich nur hier hinten in unserer Basis, ne? Ja, dann fahren wir da jetzt direkt hin, ist ja egal. Weil sonst, wenn ich jetzt irgendwie nochmal sterben sollte, dann muss ich die ganze Geschichte schon wieder von vorne machen. Da habe ich dann keine Lust drauf. So, machen wir ein bisschen Radio vielleicht jetzt noch für die Fahrt. Nein. K-Rose. Wunderbare Country Music. Texas, live in Texas. Ding, bing, bing, da, bum, bang. Texas is a place I dearly love to be. All my exes live in Texas, wisst ihr Bescheid? Ganz gemütlich geht's noch zu Ende. All my exes are 6 feet under the ground. Oh. Alle ihre Ex-Freunde legen 6 Füße unter der Erde. Das ist natürlich auch so eine Sache. Alter! Ich hatte Vorfahrt, klar. Auch wenn ich auf der anderen Seite war. Tennessee, Los Santos. So, jetzt sind wir wieder da. 3.24 Uhr. Los Santos Convention Center, it's Mike Andrews. Poor people, stop complaining. Start living. You can't take the money with you when you die. Genau. Ach, ist das schön. Das kann ich sogar noch speichern und die ganze Geschichte geht noch zu einem guten Ende. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie doch noch irgendwie wirklich klappt. So. Manche Missionen sind halt wirklich ein bisschen schwieriger hier. Da müssen man sich so wirklich die Zähne ausbeißen. Aber mit genug Durchhaltevermögen ist die ganze Geschichte kein Problem. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben wieder nochmal neue Missionen bei Big Smoke. Unten bei Cesar Valapendro, oder wie er heißt. Ich glaube, ich mache erst die ganzen Missionen für meine Gang zu Ende. Was? Grafik flickern. Jetzt schon wieder weg. Zeit wieder ENB anzumachen. Bis hier noch Radio durchzuschalten. Die kugelsichere Weste hatte ich übrigens in dieser Folge aus dem Atrium. Da bin ich noch schnell hingefahren. Durch Zufall habe ich gesehen, dass es direkt auf dem Weg war. Von einem... Na, wie heißt der? Von OG Log, als ich ihn da abgeholt habe. So. Hier wird es jetzt weitergehen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt schon Schluss. Und wie die Mission bei Big Smoke aussieht, sehen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und bis morgen.